Grüß euch wieder zu unserem Podcast. Wir werden uns heute mal über unseren Lead Funnel unterhalten. Wir haben da nämlich einen relativ speziellen Zugang zu dem Ganzen. Der Alex wird euch noch einmal darüber was erzählen, wie wir das angehen und warum wir das angehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann auch eure Meinung dazu gebt, was ihr davon haltet. Vielleicht geht ihr das ein bisschen anders an. Aber zu Beginn möchte ich die ganz gerne mal fragen, was ist überhaupt ein Lead Funnel? Ja, exakt. Also, da wir als Werbeagentur sowas einfach haben, sollten wir natürlich einen sehr guten haben, hätte ich gesagt. Aber zumindest, man sollte sich bei sich selbst nicht sparen, weil sonst ist es eher peinlich, wenn du was weißt, was du gemacht hast und was du halt hast. Im Prinzip, ein Lead-Fund ist ja eigentlich nur ein Trichter, ein Fundel, also ein Kundentrichter, wenn du es auf Deutsch haben willst, der was ja eigentlich dafür da ist, dass du, hey, ich hab dich schon mal gesehen, so weit bringst, dass du sagst, dem kaufe ich das ab, der ist geil, das mache ich. Das ist ein Lead-Funnel im Groben gesagt. Also sprich von, er hat keine Ahnung, wer du bist und was du bist. Er hat dich nur irgendwo gesehen, durch ein Logo, durch eine Werbung, durch ein Auto, wenn du es verliert hast zum Beispiel, verliert das Auto von einem Handwerker zum Beispiel, das ist typisch für einen Lead-Funnel sowas, wo es halt anfängt und wie du dich quasi auch weiterbringst. Also dass du sagst, okay, ich interessiere mich für dich, das könnte für mich passen. Also das ist einmal, glaube ich, das Grobe, was überhaupt ein Lead-Funnel ist, wo er überhaupt hingeht. Dann kommt er irgendwann in den Status, dass er nicht nur sagt, wer seid ihr, sondern was macht ihr? Dann immer in den Status damit, hey, das brauche ich ja eigentlich. Und dann unten ist das ganz kleine End, wo die ganz wenigen Leads durchkommen, was dann heißt, ja, der kauft jetzt. Und da ist ja die Frage, wie bauen wir das auf? Wie setzen wir das um? Wo misst man? Wo optimiert man? Und ganz wichtig ist, was bietest du quasi an, dass der Kunde von Anfang an weiß, das könnte ich irgendwann brauchen, dass ich den Lead von einem rutschen kann. Weil es hilft nichts, wenn ich eine Werbung für einen Maler mache und eigentlich vorstellen will. Das ist ein schlechter Lead-Funnel. Also, blöd Beispiel. Ja, du hast ja gesagt, für unseren eigenen Lead-Funnel, das ist eh wichtig. Wir verwenden das selbst, so wie diese Art von Lead-Funnel, die wir euch da näher bringen, die verwenden wir selber. Und natürlich auch für unsere Kunden. Und da bin ich jetzt einmal gespannt. Wir setzen da ja nämlich auf ein Mittel, was wir für sehr wichtig halten, was wir auch sehr gern dann verkaufen. Und da bin ich jetzt gespannt, was du da sagst, wie was unser Lead-Funnel ausmacht, beziehungsweise wie unser ausschaut. Also im Prinzip fangen wir an. Also ich würde vielleicht, wenn sie da Jan schert im Cut, wenn nicht, dann müsst ihr sich das vorstellen. Es gibt drei Ebenen von einem Lead-Funnel. Jan schaut schon Angst. Muss er nicht. Und im Prinzip geht es, wie gesagt, an in überhaupt einmal Wahrnehmung, überhaupt einmal das Sehen, die Impression eines Kunden oder eines Interessenten an deiner Firma, an deinem Produkt. Dann das Interesse und dann irgendwann geht es Richtung Kaufinteresse. So wird es eh einfach. Wenn du auf Google ein anderes Bild findest und das Beste beschreibt, bitte, dann wird es das passen. Das ist meine Erklärung, meine Beschreibung, wenn ich eventuell erklären will, was ein Lead-Funnel ist. Und im Prinzip, was fangen wir mit der obersten Etage an? Die oberste Etage, das ist, wie immer so schön sagt, die breit gestreuteste und das muss halt unter Anführungszeichen die billigste in der Unterhaltung sein, weil du musst viel Geld reingeben, ja, bin ich schon bei dir, aber du musst halt schauen, dass dort oben in der obersten Etage die meisten Impressionen reinkommen. Und du darfst dir die eine Impression nicht viel kosten, das müssen einfach Masse sein, finde ich persönlich. Weil gerade heutzutage online, mit Online-Marketing, sichtbar werden, wie wir immer so schön sagen, macht es ja auch Sinn, dass man einfach sagt, man schaltet Ads, sinnvolle Ads, nicht sein Logo bewerben, das ist eine dumme Idee. Aber das kannst du mal lernen in einem anderen Ad-Video von uns, hätte ich gesagt. Und einfach mal einen Grund liefern, warum der diese Impression überhaupt in die nächste Etage will. Und wenn wir in die nächste Etage kommen, darüber reden wir noch. Aber eigentlich geht es mir darum, die Impressionen generieren. Was für eine Kanäle gibt es, welche Kanäle haben wir zur Verfügung, nur im Online-Sektor. Offline reden wir gar nicht, weil offline ist immer schwer zu tracken, weil wir wollen alle unsere Ergebnisse messbar machen, wir wollen immer wissen, wo verlieren wir die meisten Leute, wo gewinnen wir die meisten Leute und was hat geholfen oder was hat einen Schaden gemacht in dem Lead-Funnel. Also im Prinzip, ich glaube, die klassische, wo du deine meiste Content-Creation-Zeit einbringst, die Kanäle, die kennst du am besten. Absolut, das von Instagram, Facebook, generell Meta. Meta funktioniert super für unsere Ads, finde ich, und für unseren Lead-Funnel. Und das bringt mich ja eh schon zur nächsten Frage. Meta spielt in unserem Lead-Funnel eine große Rolle. Einfach aus dem Grund, weil wir schnell Leute erreichen können, schnell eine große Menge an Leute erreichen können und weil wir diese schnell tracken können und auch sehr gezielt die Ads einsetzen können. Genau, das hat sich jetzt gruselig angehört im Tracken, aber ja. Genau, das hat sich gruselig angehört. Ist es irgendwo auch in der heutigen Welt, muss man ehrlich sagen. Aber es ist natürlich für uns Unternehmer sehr sinnvoll.
Und da würde ich dich jetzt fragen, in unserem Lead Funnel, ich glaube, da tun wir uns am leichtesten zum Erklären, auf was haben wir da einen Wert gelegt, dass wir sagen, wir bringen die Leute jetzt, so wie du so schön gesagt hast, von der ersten Ebene in die zweite Ebene über dieses Mittel von Meta. Meta, also im Prinzip, ich hätte jetzt nur ganz kurz angeschnitten, was für Impressionen man alles dort einbringen kann, weil das sind sehr viele, nicht nur bezahlte Impressionen, natürlich kostentechnisch sind es auch Kosten, aber nicht im Ad-Spend, sondern ich gebe Ads aus, sondern was ist mit Content-Creation für Instagram, was ist mit Content-Creation für TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, was gibt es noch, Twitter, das sind alles die Impressionen, wo du fremde Leute an Outreach, allein nur an Social Medias, die in Mitteleuropa sehr weit verbreitet sind, mal haben kannst. Was du weitermachen kannst, du kannst Blogbeiträge schreiben und eine saubere Website haben. Das sind die ganzen Online-Möglichkeiten. Offline, wie Plakate und alles, lassen wir uns mal alles aus, weil die können wir schwer tracken. Und bei uns geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir wissen, woher der Lead kommt, wer der Lead ist und wie man den am besten verarbeiten kann. Gut, jetzt haben wir eigentlich genau 10 Online-Impressionsmöglichkeiten gehabt für einen Online-Lead-Funnel. Im Prinzip, wenn du diese 10 Impressionen hernimmst, haben wir ein paar Gratis-Versionen. Also natürlich kostet das alles, was du einen Experten brauchst, dass du das umsetzt, aber es hat keine laufenden Kosten. Weil auf Website setzt du einmal sauber auf und dann hast du es. Ein Blogbeitrag lässt du ein paar schreiben oder schreibst regelmäßig Blogbeiträge. Du machst Content regelmäßig als Chef oder Geschäftsführer oder hast eine Content-Agentur oder so eine Social-Media-Agentur wie uns quasi, die das übernimmt für dich. Du hast YouTube-Videos, ebenso Content. TikTok ist das Gleiche, Facebook auch. Die ganzen hast du alle. Und dann kannst du noch Meta-Ads und Google-Ads Geld investieren. Meta-Ads im Prinzip immer saubere Ad-Creatives haben, also klar sagen, was geht es bei deiner Firma, was macht der Firma. Nicht einfach blind ein Foto, Teamfoto, wo ich so da stehe, das und jetzt das poste ich, ja, schön, na gut, okay, finde ich schön, aber der Firma interessiert mich nicht. Die Impression ist wertlos für das, was wir brauchen. Dann einfach sinnvollen Content machen, sinnvolle Ads machen, die kannst du dann überall bewerben auf die ganzen Social-Media-Kanäle. Und halt aber auch, wie man so schön sagt, bei YouTube, kannst du auch Werbung schalten, was viel zu wenige machen, leider. YouTube-Ads, YouTube-Werbung und dann aber auch Keyword-Ads. Sage ich jetzt einmal im B2B-Bereich hochinteressant, im B2C-Bereich auch interessant, aber sehr teuer, finde ich. Kommt davon, wie viel Marge im Produkt ist. Aber im B2B-Bereich hochinteressant, weil du ganz genau sagen kannst, bei dem Keyword scheinen wir mit dem Text auf und kommen auf unsere Website. Und dann kommen wir eh schon in die nächste Etage, ins Interesse. Also alles, was wir jetzt besprochen haben, ist in der obersten Etage die Impression. Irgendwie geht derjenige dann oben ins Interesse. Ja. Du sagst ins Interesse, das heißt, er geht so weit, dass er sagt, er möchte von uns ja Informationen erhalten für Angebote, für irgendwelche News und so weiter und so fort. Und es gibt da, um das Ganze zu erleichtern, dass jetzt so, ich bringe denjenigen jetzt in diese Etage Interesse, gibt es ja ein Mittel, was wir sehr gerne einsetzen, das einfach dafür da ist, dass wir denjenigen User einfach einen Mehrwert liefern, dass er sagt, er hat jetzt sofort irgendeine Belohnung dafür, dass er seine Daten jetzt da preisgibt. Und da würde mich jetzt ganz interessieren, was du da jetzt dazu zum Sagen hast. Schrecklich. Also ich hätte mal zuerst mit der Verbindlichung angefangen, was jeder aus unserer Kindheit kennt, was leider der Spar, also irgendeiner vom Spar das sieht, nicht mehr machen. Wo ist das Blattl Wurst? Gibt das Blattl Wurst her und der will doch keine Wurst selber davon haben. So machen wir ja bei uns zum Beispiel, also wir haben ja full auf Beratung und Service, da ist es schwer, einen Lead-Magneten im klassischen Sinne, ein digitales Produkt zu machen. Wir machen so, wir nehmen die Zeit, wir nehmen investierende Zeit, haben wir gerade eben am Vormittag noch einen Call gehabt. Wir analysieren zum Beispiel deine Marketingstrategie, dein Marketingkonzept und wie dein Stand jetzt ist, analysieren, was du machst, was die Konkurrenz macht oder Mitbewerber und was könnte man besser machen. Das ist bei uns zum Beispiel komplett kostenlos und unverbindlich. Weil wir beide müssen ja selber mal schauen, was können wir überhaupt für die Firma machen, was du hast. Weil wenn wir da nichts machen können, können wir nichts machen, dann musst du anders schauen. Und aber auch du hast sofort einen kostenlosen Einblick, wo du bist. Weil wir zwar, unsere zig Firmen, was wir schon betreut haben und unzähligen Aufträge, was wir schon gemacht haben, wissen wir ganz genau, was die Branche so machen. Wir haben überall einen Referenzvergleichswert, wo wir sagen können, das ist der stark und das ist schwach bei dem. Und das können wir uns auspicken und sagen, da passt was nicht, das ist geil, was du machst, da können wir es besser machen, ist aber nicht notwendig. Die zum Beispiel haben das wirklich genossen, dass wir wirklich eine neutrale Perspektive sehen und sagen, okay, da müssen wir etwas machen, können wir, da sollten wir was machen, und da bitte unbedingt. Die haben genau gewusst, was sind und wo sie schlecht drauf sind, wo sie gut drauf sind. Und das ist für die ein Riesenwert, was du einem gibst. Natürlich, dann hat man diese Gefahr des Eigennutzens, des Eigeninteresses. Das ist ja immer da, das ist bei jedem Kundengeschäftsmodell so, das ist immer so. Aber wir sind,
wir sagen, wir haben ja zum Beispiel, wie oft habe ich gesagt in dem Call, wenn es nicht passt, aber wir wissen, dass man was sagt, und dann können sie es jetzt am Stopp und wenn anders. Weil wir zum Beispiel, wir machen wirklich alles all-inclusive, der braucht sich nichts mehr scheren, der Kunde. Aber das ist genug Eigenwerbung. Und ja, im Prinzip, das ist halt quasi unser Analysegespräch, unser kostenloser Termin. Also du wirst keinen Weg finden an uns vorbei, ohne dass wir mal analysiert haben, wer du bist, was du machst und wie wir quasi dir helfen können. Ohne dem kommt kein Kunde zu uns. Da möchte ich jetzt dann vielleicht kurz einhaken, weil du sagst, nicht so viel Eigenwerbung. Ich möchte euch jetzt vielleicht noch kurz erklären, warum wir das machen, beziehungsweise was wir noch für einen Nutzen daraus haben. Du hast, Alex, hast das gesagt, dass demjenigen dann eine Sofortleistung bieten. Ist natürlich ein Grund, aber ein anderer Grund, den ich finde, warum das einfach so wichtig ist, ist, dass wir im Vorhinein, bevor wir demjenigen eine Leistung anbieten, schon das Unternehmen und die Online-Präsenz einfach einmal durchgeschaut haben, einfach einmal analysiert haben und wissen, wo steht derjenige, können wir demjenigen helfen, beziehungsweise hat der überhaupt ein Produkt, beziehungsweise hat der das Potenzial, dass das im Internet funktionieren könnte. Genau, das ist auch wichtig. Wir haben auch noch eine zweite Variante einmal ausprobiert, nämlich den Lead-Magneten, den klassischen. Ich war jetzt mit den Ergebnissen nicht besonders zufrieden davon. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen analysieren, was wir da gemacht haben, beziehungsweise was dann dabei rausgekommen ist. Im Prinzip haben wir unsere ganzen Impressionen immer darauf weitergeleitet und vor den Online, wir haben gewusst, was sie interessiert und haben für unsere Produktpalette, unsere Dienstleistungen einen passenden Lead-Funnel gehabt. Ein Lead-Magneten gehabt, ein passendes Checklist, eine passende Struktur, wo die Leute nachlesen können, aha, das habe ich nicht, das passt nicht. Wunderschön aufgearbeitet, leider haben wenig Interesse drin gehabt, sehr schade eigentlich, weil es qualitativ sehr viel wert war. Wir hätten uns viel Zeit gespart, ist aber okay, finde ich, weil so haben wir jetzt Vorteil, wir lernen die Menschen klar persönlich kennen und die Kunden haben trotzdem einen Mehrwert und im Prinzip, wir geben immer wieder auch die Checklisten und die How-Tos quasi gerne aus, weil es ist trotzdem ein wertvoller Inhalt, finde ich. Aber natürlich wertvoll ist natürlich Analyse und deswegen haben wir das so umgestellt für uns. Für viele andere, sagen wir vor allem im B2C-Bereich, kann man viel machen, Fitnessstudios. Da mache ich einfach einen Trainingsplan, eine Trainingsanalyse von dem Kunden. Der soll zu mir ins Fitnessstudio kommen. Wir schauen ihm seinen Iststand an, wir vermessen ihn, wir schauen, wie viel Körperfett er hat. Mache ich mal gerne einen Trainingsplan einfach und mache ihm dann einen Verkauf mit, hey, komm in mein Fitnessstudio, dann kriegst du eine persönliche Beratung. Dann kriegst du von mir ein persönliches Training. Also wurscht was, aber so irgendwas in die Richtung. Das ist quasi so der typische Lead-Magneten, wie man Impressionen zu Kunden bringt. Weil jetzt haben wir in diesem Interesse gewesen. Jetzt hat derjenige so viel Interesse gehabt, dass er sagt, okay, schauen wir uns mal den Termin an. Ja, was ist das für ein Termin? Der Termin, er hat gesehen, was für Dienstleistungen wir anbieten, was für Kunden wir haben, was für Projekte wir gehabt haben. Das hat er alles gesehen. Die Reviews sind sehr wichtig, die haben es einmal geschaut. Also bitte fragt eure zufriedenen Kunden, bitte um Reviews. Also das ist einer der wichtigsten Punkte. Fragt es die, weil das ist wertvoll, weil das zeigt, gibt Vertrauen. Und dieses Vertrauen quasi, wenn sie das geschöpft haben, dann sind sie schon in diesem Interessenpunkt drinnen. Und jetzt sagen sie, okay, in dem Fall Kauf, aber vielleicht sogar zu früh gestoppt, Kauf ist erst unten im Trichter drinnen. Okay, sie haben gesagt, sie haben Interesse, sie wollen mit unserem Meeting angehen. Und ab da, und das ist der interessanteste Punkt vom ganzen Lead-Funnel, kriegen wir Daten. Und diese Daten sind für uns interessant. In was für einer Ebene die basieren, ist völlig egal. Vom Interessenstatus. Aber wir brauchen Daten. Daten. Früher waren es persönliche Postadressen, dass du ja auch eine Postwurfsendung kriegst. Heutzutage sind es E-Mail-Adressen, Telefonnummern, auch LinkedIn und Co. sind auch sehr wertvolle Daten. Vorname, Zuname. Und wir wollen zum Beispiel bei uns keine irgendeine Info, wenn wir nicht wissen, was für Firma du hast und ob du Firma hast. Wir werden sicher nicht anhelfen, dem, was ein Startup hat, nicht einmal weiß, wie sein Produkt funktioniert. Weil wenn man unseren Prachtlachs Teil 1 kennt, weiß jeder, funktionierendes Produkt, ein paar Mitarbeiter, dass du schon Firma hast, was läuft. Sonst bringen unsere Lead-Funnel und unser Online-Marketing-Konzept eigentlich wenig, weil es einfach ein Riesenkostenstall ist für die, wenn du so noch ein Produkt hast, was läuft, dann musst du eben die Produkte entwickeln, musst du dort rein. Dann kommen sie uns, weil dann schauen wir, dass wir das auch unten anbringen. Und jetzt haben wir schon so ziemlich weit reingekommen können in das Thema. Ja, und wie gesagt, ich wollte nicht zu tief eingreifen, weil das wird mal ein Thema von vielen anderen Podcasts sein. Ich rede gern, man weiß es, du kennst das ja. Und wir reden nicht nur gern, wir machen auch. Deswegen, wie gesagt, bringen unsere Leute nachher dazu quasi, dass ein Termin bei uns buchen. Wir analysieren sie, wir machen das für sie, setzen uns mit sie zusammen. Bei dem Analysegespräch werden auch Punkte kommen, wo wir sagen, klar, das ist unser Angebot, das machen wir mit dir. Was hältst du davon? Fertig. Das ist unser Ende des Lead-Funnels und ab dann entscheidet einfach nur Sympathie, Kosten, Nutzen für den Kunden, für den Kauf. Das ist bei uns der Lead-Funnel. Dann entscheidet der Kunde, die Jungs sind super, die sind mega, die machen wir das. Oder er denkt sich so, nee, leider nichts für mich, ist teuer, das ist typisch, aber es hilft nichts, ich sage alles am Preis.
Oder halt quasi, er macht es selber. Und dafür haben wir unsere Seminare, was wir immer wieder anbieten. Ich glaube, das war eine gute erste Impression, oder? Das war eine super erste Impression. Wie man diesen Lead Funnel, den kann man natürlich am Schluss nacheinander umbauen. Also das Ende ist bei unserem Lead Funnel teilweise anders. Der Anfang ist immer gleich. Das Ende kann zum Beispiel auch so ausschauen, dass wir denjenigen dann mit E-Mails bespielen, in einer E-Mail-Newsletter-Kampagne. Falls euch das interessiert, müsst ihr euch unbedingt den Podcast dazu anhören. Der kommt auch, der kommt demnächst. Also abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Like da. Sonst, wenn er euch nicht gefallen hat, bitte lasst uns wissen, warum euch der gefallen hat. Vielleicht war das Thema ja kompletter Blödsinn, was wir gesagt haben, in eurer Meinung. Und gebt uns ein Feedback zum Zweifach-Cut-System mit zwei Kameras. Genau, wir haben das erste Mal ein Zweifach-Cut-System mit zwei verschiedenen Kameras. Und das werden wir das nächste Mal auch wieder durchziehen. Also wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann gefällt es euch wahrscheinlich beim nächsten Podcast auch nicht. Aber das heißt, es ist ohne anschauen und zweimal kommentieren, weil dann wissen wir, dass es scheiße ist. Zweimal kommentieren, dass schlecht ist, gell? Nicht damals. Insofern, nur Blödsinn geredet. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.